Heute werden wir Campingplatz verpennen. Ich habe schon lange nicht mal dieses Wurfzelt hier geöffnet. Ich werde es jetzt öffnen, weil da werden wir heute drunter pennen. Der Wurfzelt ist wieder geöffnet. Hier ist Farbe drauf. Ich habe vergessen, wovon das kommt, aber genau, hier ist Farbe dran. Das ist ein richtiger, voll cool Wurfzelt. Genau, heute wird dieser Zelt hier benutzt, weil heute campiere ich legal, anstatt bivakieren auf Grauzone. Es ist durchbrochen. Jetzt müssen wir noch viel mehr Klötze durchbrechen, damit wir gleich Feuer haben. Jawohl. Jawohl, du hast es geschafft. Du hast die Zunge angemacht. Da kannst du ganz viel versuchen. Na, wie lange hast du gebraucht für das erste Mal mit Feuerstahl zünden? Halbe Stunde war es bestimmt jetzt, ne, würde ich sagen. Ja. Bis ich dir diese Birke gebracht habe. Bis du mir Birke gebracht hast, ja. Das ist sehr gut, dass du Feuer angemacht hast. Ja. Es muss mehr Feuer brennen. Das Gute ist, dass hier so viel Totholz liegt, was wir sägen dürfen. So haben wir genügend Feuer für die Tage. Lagerfeuer ist voll cool, ich mag das. Ich bin ein richtiger Outdoor-YouTuber, glaube ich. Ja, ja, genau. Das ist mein... Ach, scheiße. Das ist mein Essen von gestern. Und das wird jetzt angebraten. So, Essen ist fertig. So, Camping-Urin ist erwacht. Heute wird schon wieder gecampt. Den ganzen Tag, das wird richtig geil sein. Wenn ich meine Augen verdrehen tue, dann werde ich ganz viele Schimmelpilze und Mikroben sehen. Die stinken dann und genau, die riechen nach verschimmelter Wohnung. Ich meinte wie beim Öffnen eines Pharao-Sarges. Genau, so stinkt das da drin. Es werden viele Menschen sterben, wenn ich mein Gehirn aufhebeln sollte. Ich bin eine überkochte Hirnhautentzündung und ich werde jetzt Essen machen. Hier Kriegsverletzung heute, als ich Holz gesägt habe. Ich bin der blödeste Blödmann auf der ganzen Welt und der dümmste Dummkopf. Ich bin auf jeden Fall der dümmste vom gesamten Campingplatz. Ja, sag ich doch. So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, ist mega, mega richtig lecker. Vor allem da ist Schmelzkäse noch drauf und sowas drin. Das ist auf jeden Fall kein Möchtegern-Essen. Camping-Urin ist schon wieder erwacht. Heute wird auch den ganzen Tag gecampt. Genauso wie gestern und vorgestern. Das wird so richtig geil sein. Und sehe ich auch schon auferstanden. Und das ist ein richtig gutes Zelt, weil das ist voll dunkel innen drin. Und wenn da die Sonne drauf klatscht, dann wird das nicht so warm und so. Also das schützt vor Sonne, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Im Zelt. Ja. Sonnenbrand. Ich wollte ja nicht, dass du einen Sonnenstich bekommst. Ja, deswegen ist das Zelt aufgebaut. Noch einen Sonnenstich mehr verträgt dein Gehirn auch nicht. Hirnhautentzündung schützt. Feuer beginnt. Mein Gott, jetzt habe ich hier diese ganzen 5 Euro Fleisch mit den ganzen Paprika hier runtergeschmissen. Nur weil das Ding hier einmal so und dann ist es hier runtergeknickt. Genau, das ist so beschissen, dieses Scheißding. Das geht gar nicht klar. Und jetzt müssen wir ohne Fleisch essen. Super. So, wir essen das jetzt ohne Fleisch. Was extrem schade ist, weil das Fleisch ist extrem lecker. Wir haben schon wieder gecampt und ich bin so ein richtiger Vollidiot. Und wisst ihr auch warum? Weil wir müssen hier schon wieder eine Nacht campen. Ich wollte heute eigentlich nach Hause fahren, damit ich schneller ein Video für euch fertig machen kann. Weil ich bin ja mal am PC daheim gewohnt.
Genau. Und mir ist aufgefallen, dass heute ein Feiertag ist und heute fährt überhaupt gar kein Bus von dieser Ortschaft zur größeren Ortschaft, wo meine Bahn fährt, hin. Genau. Ich muss extra bis morgen warten, weil morgen erst die nächsten Busse fahren. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir sind gezwungen dazu, noch eine weitere Nacht hier zu campen. Ich habe noch Brötchen von gestern. Den werde ich mit dieses hier schmieren. Zwiebelwurst, fein. Mit Zwiebel. Frühstück ist fertig. Ich bin den ganzen Tag dabei, hier rumzusitzen und nichts zu tun. Das ist voll scheiße, dass heute kein Bus fährt wegen Feiertag. Ich wusste es gar nicht. Das wusste ich erst heute Morgen, wo ich aufgestanden bin und geguckt habe. Ich werde, glaube ich, heute auch nicht viel filmen. Das ist so richtig beschissen, dass heute kein Bus fährt. So, nächster Tag ist angebrochen und ich war gestern viel zu faul gewesen, um noch andere Sachen zu filmen. Genau, deswegen habe ich den ganzen Tag nur gechillt und nichts gefilmt. Ich werde jetzt darauf ein Koffein herstellen. So, solange mein Koffein noch ein bisschen am Ziehen ist, mache ich parallel Essen von gestern warm. Genau, hier vorne, das ist das, was wir, nicht von gestern, sondern von vorgestern. Genau, das haben wir nicht aufgeschafft. Deswegen werde ich das hier parallel warm machen, damit ich Frühstück und Mittag zugleich habe. Genau. Krankheit, Allergie. So, Frühstück und Mittag sind gleichzeitig fertig. Und mich regt das immer noch total auf, dass dieser ganze Fleisch runtergefallen ist auf den Boden. Das hätte ich jetzt ein bisschen Fleisch dabei gehabt. Ein bisschen Geschnetzeltes. Ich hätte richtig Bock drauf auf Geschnetzeltes. So, ich habe gerade Mittag und Frühstück aufgegessen. Und jetzt werde ich das hier, also diesen Zelt, und das hier, mein Tarp und alles, was da drunter liegt und hier so auf dem Boden liegt. Das werde ich jetzt alles einpacken. Das wird gestern wieder so richtig beschissene Arbeit sein. So, die Sachen sind eingepackt. Vollständig. Und ich habe 1 Stunde und 10 Minuten gebraucht, um das jetzt zusammenzupacken. Das war voll viel gewesen. Das ist ein Wagen mit schwer dran, weil da ist ganz viel Gewicht drauf.